Schade, dir gebührt eigentlich das goldene Mike. Der Herr? Das Mikro ist... Welche Sie möchten, aber wir machen gleich noch mal kurz danach Musik, hier. Wir haben eine kleine Umbaupause, gerade im Hintergrund, aber wer noch möchte, kann auch gerne während der Umbaupause das offene Mikrofon ergreifen. Bitteschön. Ist das im Betrieb hier? Ja, es läuft. Ja, da Dankeschön. Also guten Abend, liebe Zuhörer und sonstige Anwesenden. Ich bin der Barthold, viele kennen mich schon vom Gesicht her und von der Stimme auch. Einige betonten jeweils, sie reden nur für sich selbst, ich rede nicht für mich selbst. Ich bin Funktionär der Deutschen Liga für Menschenrechte und bekam deshalb einen Brief von der Regierung des Irak. Und ich bitte, daraus kurz was vorlesen zu dürfen. Denn die haben da Krieg und das finde ich das sehr lästig. Mich stört es auch. Also die Botschaft des Irak beehrt sich, Ihnen den Bericht des irakischen Ministeriums für Menschenrechte über Massengräber und Ausgrabungen unschuldiger Opfer der terroristischen Gruppe Daesh zu übersenden. Mit der Hoffnung auf Hilfe und Unterstützung für die Republik Irak in Bezug auf die nachfolgend genannten Punkte. Erstens, Dokumentation der Massengräber, die von der Terrorgruppe Daesh verursacht wurde. Hier steht Daesh, ich kenne das auch nicht, aber die Welt ist ja unendlich. Mit der Bitte um Weiterreichung an internationale Organisationen. Logistische Unterstützung zum Auffinden und Freilegung der Gräber, insbesondere hochwertige Laborgeräte, in Klammern Forensik, GPRS, die es ermöglichen, menschliche DNA-Spuren zu finden und zu bestimmen. Drittens, Ausbildung von Teams für das Auffinden und der Freilegung von Massengräbern, insbesondere von Leichen, die in unzugänglichen Gebieten, Flüssen usw. geborgen werden müssen. Die Botschaft wäre dankbar, wenn Sie Ihre unterstützende Hilfe zusagen könnten und bittet um Mitteilung darüber. Ich bitte um Helfer, das kostet ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Intelligenz. Intelligenz könnt ihr behalten, die Zeit ist dann weg. Aber es gibt einen Frieden, den wir eigentlich dringend bräuchten. Ich sammle Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen mögen. Ich danke fürs Gehör. Es gab doch früher vorhin eine Diskussion, was das eigentlich hier alles soll. In London, in Covent Garden heißt das Ding, glaube ich, da kann auch jeder freisprechen und jeder kann seine Meinung sagen. Und so ist das ja auch. Genau, nur da darf man nichts gegen die Queen sagen. Hier darf man sogar was gegen die Queen sagen. Applaus bitte. Bravo. Ich fordere Angela Merkel zur ersten Kaiserin Europas zu krönen. Daraufhin rufen wir eine deutsche Republik aus, auf demokratischen Grundbasissen, und zwar so, wie es eigentlich mal war ursprünglich. Demokratie kommt von Demme oder Demos aus dem Altgriechischen, das Dorf. Tja, und ein kleines Dorf lässt sich sehr gut mit den demokratischen Grundsätzen, die wir uns eigentlich so unter Demokratie vorstellen, lässt sich ein kleines Dorf, eine kleine Gemeinschaft sehr, sehr gut managen, um es mal einfach so zu sagen, managen. Weil was anderes tun diese Politiker ja auch nicht. Die managen ein Staatensystem und ein Geldsystem, um uns Menschen Fleißige auszubeuten und die Armen gegen die Fleißigen und Armen Fleißigen aufzuhetzen, gegeneinander, damit sich Großkapital es schön gehen lassen kann, die Sonne genießen kann. Auf unser aller Kosten und auf den Kosten unseres Planeten, der uns allen gehört. Ich erhebe keinerlei Anspruch auf irgendein Land oder sonst was, aber ich würde es gern zwischendurch mal nutzen, um irgendwas anbauen zu können oder um nur einfach nur zu sitzen und zu chillen. Und das am liebsten auch gerne mal zwischendurch ohne großartig Autostau und Pipapo. Aber hey, ich lebe hier in einer Großstadt und ich lebe hier auch gerne. Und deswegen 2 Millionen Menschen demokratisch zu managen ist schon relativ schwierig, aber das würde noch gehen. Und wenn man das dann weiterhin aufbaut, eine Republik bedeutet eigentlich nichts anderes als das von oben ist nicht, sondern es wird von oben gemanagt. Jedes Dorf, jeder Staat ist für sich selber verantwortlich und die Republik
Also die Obersten der Republik sind sowas im Grunde genommen eher wie die Moderatoren. Die haben nichts zu bestimmen, die haben einfach nur zwischen den Leuten zu vermitteln. Und das wäre eigentlich mehr oder weniger so beinahe die Idealform, wie ich mir Staaten vorstelle. Dann können wir nämlich auch auf der... Ups, was war das denn jetzt? Also ich habe weder eine Lösung noch viele Lösungen für viele Probleme, die es gibt. Aber ich glaube, dass viele Menschen oder dass einige Menschen und viele Menschen partizipieren von einem Geldsystem, was uns auferlegt wurde. Niemand wurde hier in Deutschland zur Einführung des Euro gefragt und in vielen anderen Staaten auch nicht. Das wurde uns einfach so von oben auf doktriniert. Und viele, viele andere Sachen. Es gibt keine einzelne Direktlösung, aber die Lösung fängt zum Beispiel hier bei mir an. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kaufe keine Nestle-Produkte mehr. Ich mache mich schlau. Wie kann ich mich irgendwie im Kleinen mit Leuten solidarisieren? Und dann kann man auch größere Sachen unterstützen. Und ich finde es irgendwie ziemlich perfide, wenn Leute gegen Flüchtlingsströme hetzen und dann sogar vor Asylantenheimen stehen oder vor solchen Aufnahmezentren und dann gegen solche Menschen, die wirklich aus unglaublich schlimmen Zuständen fliehen, dagegen demonstrieren, beziehungsweise dagegen gehetzt werden. Das ist ja eine Meinungsmache, anstatt gegen die wirklichen Ursachen dieser Probleme anzugehen. Das sind nämlich die Waffenexporteure. Es gibt hier in Schleswig-Holstein, gibt das, ich glaube Heckler und Koch ist das, ne? Die sitzen in Kiel, Flensburg. Da ist vor über einem Jahr, wurden die mal wegen Steuerhinterziehung, untersucht. Und dann ist der Laptop des untersuchenden Staatsanwaltes bei einem Einbruch abhanden gekommen. Es wurde nichts anderes geklaut, nur dieser eine komische Laptop, auf dem Beweise drauf waren oder zumindest Unterlagen, dass Heckler und Koch höchstwahrscheinlich irgendwie Steuern hinterzogen hat. Nicht nur, dass solche Waffen auch in irgendwelchen Krisengebieten auftauchen, wo sie gar nicht hin exportiert werden dürften, noch angeblich laut einem Recht, das erkenne ich nicht an, weil ich war nicht dabei, als dieses Recht entschieden wurde. Ich wurde nicht danach gefragt, ja, okay, oder wie auch immer. Das erkenne ich alles nicht mehr an. Deswegen, ich stand mal hier und habe zum Wählen aufgerufen. Leute, tut mir leid, ich muss mich mal korrigieren. Wenn ich eine Wahl hätte, dann würde ich wieder wählen gehen, aber ich habe keine Wahl. Dieses System ist von Grund auf wirklich schlecht. Und die paar Leute, die wirklich engagiert in der Politik arbeiten wollen, die werden Medien und Maultot gemacht. Und nicht die Leute, die irgendwas an diesem System wirklich irgendwie ändern wollen, die werden wirklich medial kaputt gemacht. Die brauchen wir heutzutage nicht mehr killen. Auch wenn das zwischendurch mal wieder passiert, weil irgendjemand eine tolle Erfindung gemacht hat, die zum Beispiel den Energieverbrauch von Lampen sowas von reduzieren könnte oder freie Energie, pipapo. Es gibt ein paar Lösungen, aber es werden so viele Sachen und da kann man heutzutage nicht mehr sagen, wir wussten von nichts. Dank des Internets kann man sich informieren. Ich sag mal, da gibt es 10 Milliarden Tonnen von Scheiße drin, aber unter dieser 10 Milliarden Tonnen von Scheiße ist auch eine kleine Perle, die man irgendwo finden kann. Und daran sollte man sich dann eventuell orientieren und sehen, Mensch, es geht auch ein bisschen anders. Wir können hier in so einem Wohlstand leben. Dieser Planet gibt es alles her. Aber es ist eine riesengroße, ungerechte Umverteilung von euch fleißigen Menschen, die ihr jeden Tag aufs Neue arbeiten geht. Und glaubt, ihr kriegt davon irgendwie einen tollen Wohlstand oder so. Das sind Brosamen im wörtlichsten Sinne, die euch dahin gegeben werden. Ich habe heute im Radio eine tolle Zahl gehört. Es gibt 500.000 freie Arbeitsplätze in Deutschland, angeblich. Darauf sollen dann angeblich 2,567 Millionen Arbeitslose aufgeteilt werden. Habe ich im Matheunterricht nicht aufgepasst? Ich habe den Matheunterricht auch nie genossen, wirklich. Aber ich mag Mathe. Und irgendwie stimmt was bei der ganzen Rechnung nicht. Wenn wir diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, einsetzen würden, dann bräuchten wir eventuell nur noch 10 Stunden die Woche arbeiten und könnten die restliche Zeit mit dem verbringen, worauf wir wirklich Bock haben, beziehungsweise müssten auch nur das tun, worauf wir wirklich Bock haben. Zum Beispiel Mucke machen oder tolle Geräte erfinden, die uns die Arbeit noch erleichtern. Ja, hau rein. Wo ist denn hier die Tretmine?